Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mario Kart 8 Deluxe mit allen aus dem Team Pizmeet und Dalu Kart. Scheiße, alle aus dem Team Pizmeet stimmt nicht. Sorry, Sepp ist im Urlaub. Ich weiß nicht, warum ich das... Wir müssen aber wieder eine Strecke für Sepp nehmen. Habe ich auch. Alter. Haben wir den schon lange nicht mehr so. Oh, Peter, ihr habt nachgeguckt, die heißt Wario Stadium. Ah, lol. Ist ja witzig, dass die Wario Stadium hieß. Ja, wer die letzte Folge. Die hatten wir auch schon länger nicht mehr. Die lüsterne Lagune. Delfin-Lagune heißt sie. Oh. Diese schöne Strecke für dich, ja, ist auf Platz 3 der immer gefahrenen und hatten wir zuletzt vor 4 Tagen. Und die meisten. Danke, Dadel. Danke. Hast du es gerade offen, ja? Ja. Man meint, warum das Cooper Großstadtfieber dasteht. Das ist nämlich 256 Tage alleine, das arme Tier. Echt jetzt? 256 ja. Tage sind das jetzt? Wir haben die doch auch. Ja, alle scheiß Kubu-Weide. Wir haben die sind wir doch bei der Olympiade oder was wir da gemacht haben. Der schlägt auch manchmal, aber ich gehe mal davon aus, dass das jetzt richtig ist. Wir sind doch bei den. Wir sind doch alle Cups und alle Strecken gefahren. Ja, ich glaube, das zählt nicht. Ah! Okay. Das wird schon Betrug. Ja, da wählst du ja quasi nicht aus. Also ich verstehe das schon. Aber gefahren werden wir die doch trotzdem. Ja, gefahren werden wir sie trotzdem. Aber vielleicht hat er da nur die normalen Mario Kart 8 voll. Das ist jetzt belastend. Ja, du hast mit der Roten auf mich geschossen. Selbst schuld. Oh, das ist selbst jetzt schuld. Könnte man ja schon gar nicht. Ja, man muss halt mal auch mal seinen Platz verteidigen. Ich habe gelernt, bei der Formel 1 sind alles Egoisten unterwegs. Drei Rote als Zweiter, Peter. Das ist es. Hast du Nico Rosberg zugehört? Ja, komm, Alter, gib mir noch die dritte ab! Nee, die habe ich leider nicht mehr. Hätte ich aber getan, als ich bin ich fucking Letzter. Oh, nee, da kommt warum schießt du den Vorletzten? Alter, das waren schon 3 Runden! Ja, weil ich den, warum schieße ich den Vorletzten ab, wenn ich Letzter bin, Christian? Weiß ich auch nicht. Kann ich mir nicht ausdenken, wirklich. Ich tut mir leid, dass du da bist. Ich hätte am liebsten gehabt, dass dann irgendwer anders ist. Ja, man muss ja auch seinen Platz verteidigen. Wo ist denn, welche ist denn die letzte, die wir jemals gefahren sind? Hier. Nee. Da. Bin da ganz bei Jay. Abwechslung. Die Strecke nach der Star-Strecke da, ja. Ha! Gut, aber die ist dann ja jetzt auch erstmal wieder raus aus dem Pool, wenn sie einmal gefahren wurde. Werden wir sehen. Die ist schon klar, dass man die Strecken nehmen, also man kann die Strecken nehmen, die man will, oder? Also. Ja, aber ich finde das schön, wenn wir ein bisschen Abwechslung haben. Also ich will Abwechslung, deswegen nehme ich die nicht. Die Coopers freuen sich auch, uns mal wieder zu sehen. Die standen hier so lange im Regen, ohne auch ein einziges Rennen zu sehen. Nur 260 Tage. So lange ist das her. Ja, kommt mir nicht so lange her, dass wir die Scheißstrecke letztes Mal erfahren haben. Oh, so ist meine Auto jetzt einfach so auf dem Weg kaputt gegangen. Können wir eigentlich öfters fahren, die Strecke. Oh oh, Fahrfehler. Oh, jetzt muss ich Lack haben. Hab ich natürlich nicht. Ah, ich schon. Ja, ich hatte vor allen Dingen auch noch 2. Wait, davon wurdest du jetzt auch nicht getroffen? Nee, ich habe so eine geile Pflanze, die beißt. Aber die beißt doch nicht nach hinten! Ja, aber ich bin in so einer Kurve gewesen und deswegen stand ich seitlich zu deiner Roten. Als ob. Das hat gereicht. Ja, das war Lucky. Runtergefallen. Scheiße, ja. Oh, der ist ganz schön weit vorne. Blau, der ist richtig geil. Dein Fahrfehler, fucking Arsch! Als wenn ihr mir jetzt die 3 Roten geklaut habt. Was ist hier falsch? Jux! Scheiße. Oh, ey, in der Kurve liegen immer die. Wie viele Bomben gibt's in der Route? Ja, ich krieg nur Bomben. Weiß ich auch nicht, eigentlich ganz geil als Erster. Boah, ja. Wenn du 200 CC fährst und einen goldenen Stern hast, ist die Strecke. Noch eine Bombe? Das war jetzt also langsam stimmt hier was nicht mehr, ey. Mit der Itemvergabe. Das ist schon okay.
Bram Schuss! Ja, guck mal, Großstadtfieber ist einfach eine geile Strecke links. Hab dich einfach über die Kante geschubst. So sieht's nämlich aus. So, das ist Mario Kart, weißt du? Der erste ist schon lange durchs Ziel. Da geht die rote Stadt auf den zweiten lieber an Peter vorbei und fährt auch nicht krass. Jay, ich meine, ich hätte die abwehren können, aber das sah witzig aus, wie die an mir vorbeigeflogen ist. Der hatte 80 Bomben. Der hatte so 3 Bomben um sich rum, der nach hinten droppen kann. So, Jay, was ist das Vorletzte? Cheap Cheap Strand. Das ist eine Lüge. Oh, hab ich jetzt schon gedrückt. Ja, du willst Regenbogen Boulevard, Peter. Ach, witzigerweise. Wollte ich die eh nehmen. Verdammt. Alter, du fühlst dich jetzt wieder verarscht. Nee. Ich hab dich fahren wir doch aus Gründen. Die fahren wir doch aus Gründen. Oh, die haben aber auch schon lange nicht mehr gefahren, die Gruselkacke da. Gruselwuselvilla. Alter, wie geil ist denn der Name? Bitte. Twisted Mansion. Gruselwuselvilla. Wir haben halt wirklich, wir haben wirklich 3 Strecken, Mario die Schmarr, unter 1% ist. Was ist denn MS7 für eine Folge gewesen? Ist das unsere, doch unsere Mario Kart Olympiade? MS7? Wie kommst du jetzt da drauf? Mario Kart Olympiade? Ja, da steht Folgennummer, MS, Folgennummer, Hashtag MS7 gibt's und Hashtag halt 111 zum Beispiel. Hatten wir nicht, wir hatten doch Multisklerose. Mal. Multisklerose. Jetzt hab ich die. Ich hab diesen Zweier genommen. Ohne. Natürlich, hallo. Wieso ist jetzt die Rote an dir vorbeigeflogen? Ja, die Rote steht irgendwie mehr auf mich. Oder auch nicht, wo ist denn die hin? Die ist einfach dissipiert jetzt. Kein Bock mehr. Ja, ist so. Ja, die Mucke ist doch hier cool irgendwie. Ganz oben, Alter. Herr Christian. Ja. Geile Musik hier. Mach das so den Charme von der Strecke aus. Außerdem, die ist echt ganz gut sogar, finde ich, mit 200 cc fahrbar. Außer nur den letzten Sprung wieder, wo du fliegst. Ja, das stimmt. Wieder, danach ist es wieder schwierig. Ranzig. Wobei, das geht auch. Das geht schon. Ich kann diese Kurve nicht. Ja, da kommt eine rote. Das ist ein Witz. Ich hatte 3 Bananen und die rote ist trotzdem durchgegangen. Da fühle ich mich ein bisschen ungerecht. Mann. Moin, Alter. Scheiße. Oh nein. Oh nein. Jawohl. Nicht gut. Das war nicht gut. Leute, Dritter? Da war das jemand unsichtbar. Du hast mich noch auf der Ziellinie überholt. Lol. Das war doch irgendein Moment. War die dritte Strecke. Ja, okay, ich und weiß. Jetzt? An dem Moment, ja, ist natürlich immer noch Regenbogen. Hat sich nicht viel geändert. Wow, ja, ich nee, bin smart. Ich glaub, die hatten und, schon jetzt? Ja. Und jetzt musst du Sorbeland. Alter, also, Sorbeland ist auf Nummer 2 und vor 108 Tagen das letzte Mal gefahren. Hä? Letztgespielt am 15.12.2018. 218 nach Christus. Alter, Dezember 2018 ist schon wieder 100 Tage her. Ja, Peter, wir haben tatsächlich ein Drittel des Jahres fast rum. Jo, wir haben fucking April, Alter. Das ja, das ist natürlich auch, das hat schon seinen Grund, dass man die Strecke, ah ne, Moment, dann ist doch die gute, stimmt. Nee, also die geht auch noch klar für mich. Ja, 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 ja. Das ist wahrscheinlich die beste Regenbogenstrecke in dem Spiel. Nee, das kann ich. Nee, ist ganz klar. Hier finde ich diesen Ball da behindert. Oh. Ah, der dich gebumst hat? Ja, genau der! Du meinst den guten alten Kugelwilli? Ja, Kugelwilli, Alter. Wieder eine volle Stimme. Kugelwilli soll sich mal die Kugel geben, ey. Ja. Ich habe da mal eine Frage zu, hast du eigentlich bei Colt Murray denn groß Mad-Eye Moody gesprochen? Ja, Klammern. Oh Gott, da ist eine Bombe. Oh, fuck off, jetzt krieg ich aber richtig. Hat dafür akkantiert, ja? Ja, die einzige Stimme, die sie nicht selber gemacht hat. Ja. Mad-Eye Moody, da hat sie nämlich mich genommen. Aber erst nach einer richtig fetten Party. So viele Fehler. Ich mach so viele Fehler! Kann nichts werden.
Verdienter Letzter. Kacke! Kacke! Ach, das sieht gut aus. Wahrscheinlich, also Chat, falls... Ach, Chat schreibe ich schon immer. Liebe Kommentarschreiberinnen und Kommentarschreiber, falls ihr in die Kommentare schreiben solltet, ey, um sicher zu gehen, dass du nicht getroffen wirst, wenn du zwei oder ein Item um dich rumfliegen hast, solltest du das Item einfach in dem Moment, wenn das andere von hinten kommt, abwerfen, habt ihr recht. Ich habe das nur nicht gut, also ich habe da nur nicht dran gedacht und ich werde mich nicht mehr beschweren darüber. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.